Vor fast genau einem Jahr erfolgte der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Wiener Neudorf. Wir konnten uns bei einem Rundgang auf der Großbaustelle von den beachtlichen Fortschritten überzeugen. Wiener Neudorf bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Der Spatenstich erfolgte schon vor einem Jahr. Wie schaut man aus? Sind wir im Plan? Der Bau ist an und für sich planmäßig runtergelaufen, dass an und für sich vor dem Winter das Gebäude noch mit Dach bedeckt wurde, beziehungsweise die ganzen Tore und die Fenster reingemacht worden sind, dass das Gebäude nachher innen auch mit seinen laufenden Arbeiten fortgefahren werden konnte. Wie viel Mann umfasst zurzeit die Feuerwehr Wiener Neudorf und wie viele Einsätze jährlich macht sie in etwa? Die Feuerwehr Wiener Neudorf führt in etwa 8 bis 850 Feuerwehreinsätze für die Gemeinde Wiener Neudorf. Und wir haben ungefähr 70 aktive Feuerwehrmänner, davon 7 Reservisten und 9 Feuerwehrjugendmänner. Außen sieht das alles schon fertig aus, innen wird noch fleißig gearbeitet. Wann soll es überhaupt ganz fertig sein? An und für sich ist vorgesehen, dass in den Sommermonaten übersiedelt wird und dass man nachher am 11., 12. und 13. September das Gebäude der Öffentlichkeit übergeben bzw. die Gemeinde übergibt es der Feuerwehr. Ich denke, unsere Feuerwehr hat sich das nicht nur lang schon verdient, weil wir haben schon ab 1995 eigentlich den Bedarf gehabt, das Feuerwehrhaus zu vergrößern. Das haben wir 2009, ja, also es ist auch einige Zeit vergangen. Und es freut mich, dass es in meiner Funktionsperiode passieren durfte und dass wir das Feuerwehrhaus nach den Wünschen der Feuerwehr auch herstellen konnten und dass wir als Gemeinde sicher sehr viel an Investitionsmitteln in die Hand genommen haben, um dieses Feuerwehrhaus entsprechend den Bedürfnissen unserer Feuerwehr anzupassen und so auch zu errichten. Zum Feuerwehrhaus gehört an und für sich der Schlauchturm. Die Funktion des Schlauchturms ist an und für sich für die Wartung und Pflege der Schläuche in erster Linie, dass die Schläuche nachher getrocknet in das Feuerwehrauto reinkommen, dass die Auto nachher nicht mit Wasser getränkt werden, beziehungsweise nachher in weiterer Folge fangen die Auto nachher von innen außer zum Rosten. Der zweite Sinn von Schlauchturm ist nachher für Übungszwecke, weil es immer schwieriger wird für die freiwilligen Feuerwehrmänner, dass Übungsobjekte kriegen, beziehungsweise wegen der Anfahrtswege nachher zu den Übungsobjekten ist wesentlich besser, wenn man vom Feuerwehrhaus rausgeht und nachher die Übungen durchführt am eigenen Feuerwehrschlauchturm. Wir haben hier auch Katastrophenvorsorge zu treffen und unser Katastrophenschutz bei nahezu 11.000 Einwohnern im Bezirk Mödling mit 130.000 Einwohnern, dann darf ich nicht nur mehr die Gemeinde Wiener Neudorf sehen, sondern muss auch über den Tellerrand und über unseren Kirchturm hinausblicken und muss auch die Umgebung sehen, ich muss das Industriezentrum sehen. Und wir sind als Wiener Neudorfer natürlich besonders gefordert, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, dass im Ernstfall, im Katastrophenfall ausreichend Kapazität auch vorhanden ist. Und wenn 300 bis 350 Essen produziert werden können in einer Küche, dann muss diese Küche auch entsprechend ausgestattet sein. Und das ist für den Katastrophenfall auch notwendig.